Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbott? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbott? Schon gut, schon gut. Hm. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein. Jetzt wieder beim selben. Auch nicht. Wer soll sich bei diesem... Hm. Da kann einem ja fast leid tun. Ich glaube, wir hätten es neu bespielen sollen. Das war wohl das etwas falschere Ergebnis. Ich fühle... Nehmen wir mal das Letzte. Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Das könnte gut werden. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall besser wie das, was wir jetzt angestellt haben. Können wir einen überzimmern. Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann! Na also! Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Ja, ja, bestimmt. Und jetzt nichts wie weg hier. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie! Weggetreten! Die Datasette befindet sich nicht im Tresor. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Ah, okay, wir können wahrscheinlich dann jetzt vorbeihuschen, oder? Wie war das geplant? Jetzt sind einfach mal alle drei da. Glorreich. Und wir gehen außen rum. Also, wie war das jetzt? Nee, Moment. Ach, verdammte Kiste. Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten. Oppenbott! Wieso wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! Was ein Kuddelmuddel. So, jetzt aber. Wie war das nochmal? Ach ja, Goals Geburtstag. 4473. Nein, warte. Nicht Goals Geburtstag. Ach ja, das war ja auch nicht Goals Geburtstag. Zum Glück konnte ich mir den noch nie merken. Die Aufstiegscodes. Endlich. Jawohl, und jetzt raus hier. Schau, da ist noch ein Rebell. Los, schnapp ihn dir. Oh oh. Wo ist er hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus. Wird's bald oder muss ich dir Beine machen? Und wir haben uns wieder umgezogen. Ah, irgendwann blickt doch da keiner mehr durch. Herr Amtmann, sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Sehr wohl, Herr Amtmann. So, die Zeit ist abgelaufen. Das war's dann wohl, Rufus. Einen Moment noch. Die anderen beiden... Was zum...
Aua. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Hast du das vermasselt? Au Quintro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Weil du Goal retten kannst, nicht wahr? So gut wie erledigt. Nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Und ob es die wird. Schaut genau hin. Ja, Nukleinsäure. Oh mein Gott. Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte. Aber genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Nein, stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc. Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber... Genug jetzt! Öffnet das Kanonentor! Oh, es wird spannend. Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Wupsi. Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Richtig. Und der macht's jetzt auch. Die Aufstiegscodes. Endlich. Und go, 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 go. Bevor ja alles in die Luft geht. Nun mal langsam. Willst du wirklich ohne Goal verduften? Goal ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bring das Mädchen rein. Goal! Du bist wieder die Alte. Aber wie kommst du hierher? Wo ist der andere Rufus? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du denn damit? Ist doch egal, was schon wieder in deinem verschrobenen Hirn vor sich geht. Goal war niemals tot. Es gab tatsächlich einen Unfall mit einem defekten Verhörroboter. Aber natürlich konnten wir sie retten. Den Roboter warfen wir von Bord. Und diese andere Frau, diese Donner. Aber Hermes. Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rückt die Aufstiegscodes raus. Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Du leidest offenbar unter Wahnvorstellungen. Werd's bald. Jetzt hört mir doch zu. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Sieh es endlich ein. Er wird auch versagen. Genau wie du. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Okay. Also entschuldigt eben für den Bug, aber irgendwie immer, wenn die Typen was reden oder so, zurzeit ist voll verbuggt. Weiß ja auch nicht. Wofür denn entschuldigen? Wofür denn entschuldigen? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein, er muss das lernen. Also Rufus, wir warten. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Und wieder versuchst du die Schuld auf andere abzuwälzen, womit bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst immer derselbe Versager bleiben, der du schon als Kind warst. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Was können wir machen?
wollte nur helfen. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Nehmen wir das mal. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los, wir warten. Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Von wegen. Du wolltest nur Gol beeindrucken, damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Muss Deponia wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. Das vielleicht nicht. Aber offenbar ist es ihm wichtiger, seinen Kopf durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Oh doch, das wirst du. Und wenn ich dir dafür die Ohren langziehen muss. Müssen sie ihm wirklich so zusetzen? Wir haben es doch alle gesehen. Er hat es vermasselt. Wozu müssen sie ihn denn jetzt noch so quälen? Ich will es von ihm hören. Na los, Rufus. Wir warten. Dann warten wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So. Du Verdammter! Siegel, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja, das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Wird's bald? Wow. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut ihr nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Das war alles seine Schuld. Was? Stimmt doch gar nicht. Ach so, seine. Er ist schuld. Du bist dreimal mehr schuld, ohne Rückfahrkarte. Ey, das gilt nicht. Wohl. Ruhe! Entschuldigt euch gefälligst. Und zwar beide. Sonst rutscht mir gleich der Finger ab. Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los, entschuldige dich! Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Das ist alles seine Schuld. Er hat Goal auf dem Gewissen. Ja, ja, und nicht nur das. Er hat Wenzel gedemütigt. Ah, okay, jetzt haben wir Zeit, was anderes zu machen. Es ist gerade so spannend. Nicht doch. Es ist gerade so spannend. Was das Zeug hält. Gammelessig. Er hat Wenzel gedemütigt. Was geht denn hier ab? Wo ist Goal? Er hat John F. Kennedy erschossen. Huhu, bitte kommen. Er hat halb Kuwait verwüstet. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Was kann ich denn jetzt tun? Es ist gerade so. Unzählige Brände und Explosionen verursacht. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Warum tut ihr nichts? Er hat eine Waffe. Er hat Bosos Kutter zerstört. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut ihr nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Steigert sie. Finger weg! Genau das meine ich. Ständig macht er Ärger. Er hat John F. Kennedy erschossen. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Warum tut ihr nichts? Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Tut es dir nicht. Er hat John F. Kennedy erschossen. Was wollt ihr von mir? Verdammt. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Tut es dir. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Finger weg, hab ich gesagt. Siehst du? Er ist an allem schuld. What the fuck? Er hat